steht Tom Felber, Vorsitzender der Jury Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Und wir unterhalten uns mit ihm über die Preisträger des Jahrgangs 2012. Fangen wir doch mal an mit dem Kennerspiel des Jahres. Warum ist gerade Village der Sieger geworden? Ja, die Standortantwort auf diese Frage ist natürlich, weil es die Mehrheit der Stimmen hatte. Aber es hat natürlich auch noch inhaltliche Gründe. Es ist ein Spiel, das extrem gut auch eine Geschichte abbildet. Es ist wirklich ein Szenario dieses Dorflebens, in das sich alle Spieler relativ gut hineinversetzen können. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, um sich dort zu entwickeln, irgendwas zu tun. Also man kann Handwerker werden, man kann auf Reisen gehen. Alle diese Möglichkeiten sind unglaublich gut gegeneinander spielmechanisch ausbalanciert. Also spielt eigentlich keine Rolle, was man macht. Es gibt keine Siegerstrategie. Alles ist stark oder schwach. Dann ist es so, dass es hat dieses Element, das in deutschen Spielen relativ speziell ist, dass der Tod mitspielt als Teil des Lebens. Du hast bei der Preisverleihung gesagt, ein Spiel des Jahres bzw. ein Kennerspiel des Jahres muss auch beim 10. Mal noch überraschen. Was hat dich beim 10. Mal bei Village überrascht? Mich hat überrascht, man spielt zum ersten Mal, geht irgendwie auf eine Strategie, man verkauft Güter am Markt oder man geht auf Reisen und dann hat man das Gefühl, ja, diese Strategie ist möglicherweise stärker als die andere, versucht es dann nochmal und dann fällt man total auf die Schnauze, weil irgendein anderer hat 4 ins Kloster reingesetzt und hat am Schluss 24 Punkte, weil die alle auf der höchsten Stufe sind. Und das ist schon das, was dieses Wechselspiel der verschiedenen Komponenten des Spiels, das auch beim 10. Mal noch überrascht, weil man denkt irgendwann, man hat es im Griff, aber dann macht wieder ein Mitspieler etwas völlig anderes und dann kommt es anders raus. Das Kennerspiel des Jahres wird dieses Jahr zum 2. Mal verliehen. Wie ist eure Erfahrung, wie ist die Akzeptanz des Preises draußen im Markt? Die Akzeptanz ist so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also wir haben ja immer gesagt, das Kennerspiel ist eigentlich ein Nischenpreis, um vor allem das Spiel des Jahres zu stärken, um das Spiel des Jahres, das Rote, klarer zu positionieren. Und es ist natürlich so, dass ein Kennerspiel des Jahres, weil es sich eben an eine viel kleinere Zielgruppe richtet, niemals diese Auflagen erreichen kann. Aber wir sind unglaublich zufrieden. Also es war ja für uns auch neu und wir hatten keine Erwartungen diesbezüglich. Und es wurde extrem übertroffen, was wir uns vorgestellt haben. Gut, wenn man keine Erwartung hat, dann wird es natürlich übertroffen. Also, wir hatten einfach keine Zielvorgaben. Wir hatten absolut keine Zielvorgaben. Wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt mal mit diesem Kennerspiel. Wenn es erfolgreich ist, ist es okay. Aber wir wollen das rote Spiel stärken und das Spiel des Jahres schützen. Und das Kennerspiel hat dann, weil wir natürlich einen extrem guten Preisträger auch hatten, auch Auflage gemacht. Gut, kommen wir mal zum Spiel des Jahres, Kingdom Builder. Was ist an diesem Spiel so besonders, dass es ausgerechnet, oder dass ausgerechnet dieses Spiel den roten Pöppel gewonnen hat? Das Besondere an Kingdom Builder ist, dass seine Variabilität. Es ist wirklich bei diesem Spiel so, dass jede Partie völlig anders ist als die vorhergehende. Jetzt ist es ja so, dass Kingdom Builder, der Reiz von Kingdom Builder sich oft erst nach mehreren Partien erschließt. Hat die Jury da keine Angst, dass das Spiel nur einmal gespielt wird in Familien und dann nie wieder aus dem Regal geholt wird? Wir haben das natürlich auch festgestellt. Das gibt ein Problem, das kann man nicht verleugnen. Es ist jetzt aber so, dass wir natürlich, weil wir die Jury sind, wir haben jetzt die Idee, dass wir durch das, dass wir dieses Spiel zum Spiel des Jahres gemacht haben, den Leuten vermitteln können, schaut her, da ist wirklich was dahinter, auch wenn es vielleicht in der ersten Partie noch nicht so ganz geklappt hat, aber hinter diesem Spiel steckt unheimlich viel, probiert das aus. Und es ist ja so, dass die Spielregeln, also die Grundspielregeln sind eigentlich sehr einfach. Kingdom Builder wird von Queen Games vertrieben bzw. verkauft. Jetzt ist ja so, dass Queen Games Spiele im Fachhandel nur ganz selten zu sehen sind. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn man sagt, wir als Jury wollen ein Spiel auszeichnen, das das Kulturgut Gesellschaftsspiel fördert? Es ist so, dass wir keine Verlagspolitik machen. Also wir können nicht, es herrscht Wirtschaftsfreiheit in Deutschland und jeder Verlag kann die Kriterien anwenden für seine Verkaufspolitik, die er will. Wir haben da keinen Einfluss darauf. Und es ist so, dass es war nie ein Kriterium. Es ist kein Kriterium von Spiel des Jahres.
was Verlags, wie die Verkaufspolitik darstellt. Kingdom Builder kostet im Moment so um die 45 Euro. Ist das zu teuer für ein Spiel des Jahres? Die Frage finde ich ein bisschen seltsam, weil wir wollen ein gutes Spiel auszeichnen. Also der Preis spielt eigentlich keine Rolle. Das Kinderspiel des Jahres ist teurer und war auch schon teurer. Also wir haben, es kann auch ein wesentlich billigeres Spiel des Jahres werden. Auch da wieder in unseren Diskussionen innerhalb der Jury, der Preis, der Verkaufspreis ist kein Diskussionspunkt.